Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit dem Jedi-Botschafter, unserem Eros Crash. Ja, wir sind wieder hier auf der Defender. Wir haben in der letzten Folge Nasha da abgeschlossen und das kleine Zwischenkapitel und die Familienproblematiken geklärt. Und es gibt schon wieder zwei neue Jedi, um die wir uns kümmern müssen. Beziehungsweise gibt es sie zum Glück homöopathisch dosiert, nämlich erstmal auf Tatooine und dann auf Alderaan. So, bevor wir aber loslegen, haben wir noch einen Brief bekommen. Ein Jedi-Konto zu hacken ist kein Problem. Die Rotlichtanzen kann keiner aufhalten. Das ganze Zeug mit der führenden Hand wirkt jetzt so seltsam. Ich hatte wohl nur eine Phase oder so. Das Huttenkartell ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr an uns dran. Sie werfen mit einer Menge Credits um sich. Die hat jemand gekauft, scheint mir. Jeder weiß jetzt, dass es den Lanzen jetzt ein Jedi und Terran Cetrak zur Seite stehen. Keiner legt sich mit uns an. Und als nächstes nehmen wir den Doros-Sektor ein. So. Dann viel Erfolg dabei. Es ist mir die größte Freude, Ihnen bestmöglich zu dienen. Und ich mache schon wieder den gleichen Fehler wie in der letzten Folge. Denn wir müssen ja erst nach Tatooine reisen und dann zum Holoprojektor laufen. Beziehungsweise müssen wir nicht dahin laufen, weil wir eher automatisch dazu hin teleportiert werden, aber es fügt dem Ganzen halt ein bisschen mehr Offizialität? Gibt es das Wort? Jedi. Wie der Rat sieht, seid ihr auf Tatooine angekommen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Tatooine ist eine gewaltige Wüstenwelt, auf der das Überleben oft unsicher ist. Meister Eris Fossan, einer der besten Kulturforscher der Jedi, befand sich dort, als sein Kontakt mit dem Rat abbrach. Hat er Symptome der Seuche gezeigt? Nein. Aber er war Teil der Expedition nach Malakor III. Genau wie Meisterin Yuon und die anderen. Die Kulturen auf Tatooine müssen einen schwierigen Balanceakt vollführen, allein um zu überleben. Meister Eris kam nach Tatooine, um diesen Prozess zu studieren. Wenn diese Krankheit ihn befallen hat, wäre das ein großer Verlust für den Jedi-Orden und eine Gefahr für die Gruppen, die er studieren sollte. Ich werde das Vertrauen nicht enttäuschen. Eris hat einen Führer engagiert, der ihm dabei helfen sollte, sich in Tatooines gefährlicher Wüste zurechtzufinden und Kontakt mit den Einheimischen herzustellen. Einer der letzten Berichte von Meister Eris lautete, dass sein Führer von der Sandfäule befallen wurde, einer Krankheit, die von langem wiederholtem Kontakt mit der Wüste hervorgerufen wird. Der Name des Führers ist Rowan Delk. Er erholt sich gerade in der Krankenstation des Dreviat-Außenpostens. Er ist die beste Spur. Ich möchte mir nicht die Sandfäule einfangen. Sie hat keinen Erreger. Wenn ihr nicht zu lange in den Tiefen der Wüste bleibt, wird euch nichts geschehen. Macht schnell. Meister Eris ist enorm wichtig für den Orden. Und wenn er die Seuche hat, nun, ihr wisst besser als wir alle, was das bedeutet. Mittlerweile schon, ja. Wo kommt die heroische Musik her? Kulturelle Verschmelzung der Jedi. Eines der Ziele des Jedi-Ordens ist es, ein besseres Verständnis unter den Spezies der Galaxis zu fördern. Dafür müssen Jedi den Orden manchmal verlassen und häufig über Jahre hinweg Teil einer anderen Kultur werden, um ihre Bräuche zu lernen und ihre Sprache zu studieren. Diese kulturelle Verschmelzung folgt einem Grundsatz der diplomatischen Politik der Jedi. Um vernünftig zu sein, muss man alle Standpunkte kennen. Eine solche Verschmelzung hat auch ihre Gefahren. Manche Jedi haben ihr Leben bei Übergangsritualen verloren oder durch die versehentliche Beleidigung einer pedantisch-höflichen Gesellschaft. Der Orden der Jedi betrachtet diese Verluste als schwer verdiente Lektion. Die meisten Jedi kehren aber mit neuen Fähigkeiten und einer neuen Perspektive zurück. Einige bringen ungewöhnliche Gewohnheiten oder Geschmäcker mit sich. Nachdem Meister Ariur beispielsweise über Jahrzehnte in einem Kubatz-Schwarm gelebt hatte, entwickelte er eine Schwäche für getrocknete Mondmotten. Okay, wir nehmen mal noch auf die Reise jetzt hier nochmal unseren Freund Kaisen mit. Denn ich glaube, diese raue Wüstenwelt ist jetzt nicht so richtig für Terran gedacht. Taran, oder eigentlich Taran Cetrax. Ja, wie immer am Anfang der Folge bei Kurzfazit, Mandalorian, beeindruckend, beste Folge der Staffel bis jetzt und eine der sehr guten der Serie, hat sich sehr nach Endor angefühlt, wie immer, die ganze Rezension ist euch verlinkt, könnt ihr dann durchlesen, ich muss natürlich auch alles nochmal sagen, was ich schon aufgeschrieben habe und Bad Batch war diese Woche auch tatsächlich ungewohnt harmonisch, friedlich und mal klein gehalten, fand ich ganz nett. Aber natürlich da kritisieren kann, dass der Konflikt am Ende nicht so relevant ist für was noch kommt. Aber so wie es wirkt, scheint sich die Story da, wo wir gerade sind, erstmal fortzusetzen in Bad Batch. Das heißt, auch da kann wahrscheinlich noch was auf uns zukommen.
So, das war wie immer mein Kurzfazit. Seid ihr das letzte Woche schon gewohnt, ich möchte es nicht immer so lang machen. Wir wollen uns ja hier primär auf die Story konzentrieren und gucken, was uns hier so erwartet. So, wir müssen zu irgendeinem Auspost, das heißt, wir müssen uns hier gar nicht lange aufhalten. Das heißt, wir tun das auch direkt mal. Ich habe übrigens aktuell ein Problem, dass ich auf meinem linken Ohr nichts höre. Das ist extrem scheiße, wenn ich spreche und gleichzeitig meine Kopfhörer auf habe. Ich höre mich dann immer so dumpf nochmal selbst, das ist schrecklich. Deswegen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Verzeiht, wenn ich vor lauter Verwirrung nicht gerade mit euch spreche oder so. Bis jetzt ist es immer von alleine weggegangen. Das ist jetzt aber schon seit 3-4 Stunden so. Das heißt, vielleicht geht's wieder. Aber mal schauen. So, Treviat Außenposten, den steuern wir gerade an. Das ist der, zu dem wir auch hinwollen. Da rein müssen wir. Tyrannen! Ihr seid allesamt verfluchte Tyrannen! Einen erwachsenen Mann wie einen Säugling zu behandeln, als könne er nicht für sich selbst sorgen. Für einen Mann, der angeblich krank ist, ist er reichlich lautstark. Legt euch hin, Delk, und hört auf zu brüllen. Ein Rancor mit gebrochenem Herzen würde wahrscheinlich weniger Krach machen als ihr. Ich mache so viel Krach, wie ich will. Hey, Jedi, seid ihr mit Meister Iris befreundet? Könntet ihr mich bitte von Darth Schwester hier befreien? Sie sieht mir nicht wie ein Sith aus, aber ich wollte mit euch über Meister Iris reden. Ihr könnt mit ihm reden, aber lasst ihn bloß nicht aufstehen, Jedi. Die Sandfäule hat ihn schlimm erwischt. Ein Mann atmet mal ein bisschen Sand ein und schon kann er nach 20 Jahren, in denen er Leute durch die Wüste geführt hat, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Was wollt ihr über Meister Iris wissen? Es ist wichtig, dass ich Meister Iris so schnell wie möglich finde. Ich bin ganz Ohr. Jedi-Seuche? Entschuldigt bitte, aber das glaube ich nicht. Andere Meister sicher, aber nicht Meister Iris. Er ist der schlaueste, besonnenste Kerl, den ich jemals getroffen habe. Auch den Jedi geht irgendwann die Geduld aus. Hey, beruhigt euch! Ihr wollt ihn finden? Toll. Ihr werdet euch selber von seiner geistigen Gesundheit überzeugen können. Als ich ihn verließ, war er in der Wüste bei diesen nervigen kleinen Jawas. Es hat ihn wirklich beeindruckt, wie sie da draußen überlebt haben. Dann werde ich zu den Jawas gehen. Sie sind ein freundliches Volk, die Jawas, auch wenn sie die Bedeutung des Begriffs Privatbesitz nicht recht verstehen. Wenn Meister Iris noch bei ihnen ist, werden sie euch sicher helfen, ihn zu finden. Na gut. Die Jawas sind da hinten. Das ist halt das Einzige, was jetzt natürlich immer mehr wird, ne? Die langen Laufwege. Wenn man sich halt gerade nur auf die Hauptstory konzentriert, fällt einem das noch viel, viel mehr auf als bisher. Und ich sag mal so, gerade Tatooine ist ja rein konzeptionell und gestalterisch dafür ausgelegt, dass es weitere Laufwege hat. Man möchte ja schließlich auch die Wüstendimension ein bisschen rüberbringen. Gehen wir halt mal Richtung Z-Crawler und zu den Jawas. Ja, was so. Diese Woche kam auch das Finale von The Last of Us, Staffel 1. Hat mich genauso geflasht und genauso gut gefallen wie das Finale des Videospiels. Also von daher absolute Empfehlung, also auch generell die ganze Staffel oder ganze Serie. Wenn man das Videospiel nicht kennt, ist es bestimmt eine geile Story. Wenn man es kennt, bekommt man noch ein bisschen eine andere Blickwinkel, gerade in so manchen Folgen, gerade Folge 3, werde ich für immer in meinem Herzen halten. Das ist für mich die beste TV-Folge, die ich jemals gesehen habe. Also unabhängig welche Serie oder so, sondern es ist wirklich eine der besten Folgen, einfach weil sie von vorne bis hinten so klug zusammengestrickt ist.
und so kreativ ist. Das ist unglaublich, wie sehr ich diese Folge mag. Von daher, ja. Aber generell die ganze Serie, absolute Empfehlung. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon den Staffelpass bei Amazon und so. Das heißt... Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist Schluss damit. Wenn du keinen Ärger wolltest, hättest du mich nicht angreifen sollen. Ich muss wissen, wo er hin ist. Gib mir die Nachricht. Vergesst eure Sandraupen. Ich muss Meister Eris finden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Zeit. Für uns ist diese Krankheit ja immer auch, und es ist ja auch objektiv, echt ein Problem. Ich meine, weil jetzt bei Java ihre Sattgabe nicht mehr benutzen können, mein Gott. Es ist nicht so schlimm, wie dass sich diese Krankheit weiter ausbreitet. Und vor allem halt auch ein bisschen, ich meine, er ist halt immer noch aus dem Imperium, ne? Er ist ein reinblütiger Sith. Ein bisschen Rassismus ist da schon dabei, das kann man jetzt nicht abstreiten. Auch wenn er es nicht selber wahrhaben will, aber Javas könnten ihm eigentlich nicht egaler sein. Hey da, Jedi! Seht euch das an! Sie lassen mich durch die Klinik laufen. Nicht mehr lange und ich darf alleine über die Straße. Hattet ihr Glück mit Meister Eris? Würdet ihr euch diese Holo-Aufzeichnung ansehen? Was ist das? Eine Nachricht von Meister Eris? Ich kenne diese Verschlüsselung. Sollte nicht lange dauern. Bitte sehr. Wollt ihr sehen, was er zu sagen hat? Rowan, ihr werdet mittlerweile erkannt haben, dass ich die Javas, diese besonders findigen Kreaturen, verlassen habe, um mich größeren Dingen zuzuwenden. Ich bin nach Tatooine gekommen, um das Geheimnis des Lebens zu lüften. Nicht seiner Entstehung, sondern seines Fortbestandes. Wie können einige Spezies erblühen, während andere untergehen? Eine große Dunkelheit zieht auf, Rowan. Und um sie zu überstehen, müssen wir diese Frage beantworten. Er hat sich einen merkwürdigen Ort ausgesucht, um zu beginnen. Wie ich schon sagte, er hat etwas in diesen Viechern gesehen. Er kam gut mit ihnen aus. Ich habe geglaubt, dass die Javas, deren Zivilisation unter Tatooines harten Bedingungen gedeiht, die Antwort liefern würden. Ihr technologisches Wissen ist eine große Leistung, auch wenn ihre Fähigkeiten im Vergleich zu meinen erblassen. Ich frage mich, warum er sie verlassen hat. Doch während meiner täglichen Meditation unter den Pfeilern hatte ich eine Vision auf der Höhlenwand, die mir die Fehler meiner Annahmen vor Augen führte. Ich kenne jetzt das wahre Ursprungsvolk von Tatooine, die Krieger, deren Wissen ich nutzen werde, um die aufziehende Dunkelheit abzuwehren. Jeder Meister, den diese Krankheit befällt, spricht von der nahenden Dunkelheit. Bekämpft ihr Jedi nicht immer die dunkle Seite, oder wie ihr sie nennt? Er macht einen absolut vernünftigen Eindruck auf mich. Meister Eris hat nachts immer Fackeln zu einer Höhle in der Nähe der Felssäulen gebracht und dort meditiert. Klingt für mich, als hätte er dort seine Vision gehabt. Ihr seid ein Jedi. Vielleicht könntet ihr das Gleiche tun.
Das ist der beste Hinweis, den ich habe. Ihr könnt meine alten Suchfackeln verwenden. In dieser Höhle wird's ziemlich dunkel. Seid aber vorsichtig da draußen. Es gibt Gerüchte, dass die Sandleute aufrüsten. Haltet immer euer Lichtschwert bereit. Okay. Und schon wieder ein Level up. Sehr gut. Ed läuft. So, wir müssen da hoch. Können wir hier hin eine Schnellreise machen und auch das Stück gehen. Begib dich zur Visionshöhle. Also ab hier kenne ich die Story wirklich gar nicht mehr. Die habe ich einmal gespielt vor 7 oder 8 Jahren mittlerweile. Dann hat es schon ein altes Spiel, ne? Also ich glaube vor 7, 8 Jahren, also ich glaube Botschafter war die zweite Story, oder die, doch die erste Rap-Story, die ich gespielt habe. Ich habe, glaube ich, Inqui, Krieger und Botschafter gespielt. Aber ich glaube, ich habe Inqui, Botschafter, Krieger gemacht. Weil jede habe ich dann später gemacht, nachdem ich das Revan-Roman gelesen habe. Weil mir immer jemand gesagt hat, dass ich das lohnen würde, und das hat sich gelohnt, weil der Revan-Roman hat quasi genau die Vorgeschichte und die Jedi-Ritter-Story dann die Fortsetzung dieses Revan-Romans. Also das stimmt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Deswegen habe ich das nicht damals gleich gespielt, weil das ist ja eigentlich so diese Prestige-Klasse, wo man sagt, oh, Jedi-Ritter, das spiele ich sofort. Aber das habe ich dann, glaube ich, erst 2014 oder so gespielt, also erst, ist auch schon 2014 ist auch schon 9 Jahre. Gott, bin ich alt. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Stimmt, 2014 habe ich die Jedi gedacht. Also okay, also da habe ich auf jeden Fall die Botschafter-Story schon vor 10 Jahren gespielt. Jetzt ist Schluss damit. So. Gucken wir mal. Jedi! Hat es funktioniert? Habt ihr Meister Aerys Vision geteilt? Was Meister Aerys gesehen hat, war bar jeglicher Mystik. Es war nur ein Höhlenbild der Sandleute. Höhlenmalerei? Meister Aerys erwähnte niemals ein Höhlenbild an diesen Wänden. Was wurde dargestellt? Die Sandleute haben ganz Tatooine erobert. Ich bin ganz Ohr. Die Sandleute sind das älteste Volk auf Tatooine. Spricht nicht gerade für ihren Fortschritt, aber ich wette, von denen fängt sich keiner Sandfäule ein. Ich kann kaum glauben, dass Meister Aerys etwas so Verrücktes tun würde, wie mit den Sandleuten zusammenzuarbeiten. Die Jawas kann man wenigstens zur Reparatur von Droiden einsetzen. Ich muss ihn finden und mich vergewissern, dass es ihm gut geht. Wartet. Was sagtet ihr, wären die Symptome dieser Seuche? Illusion? Paranoia? Gewalt? Eine Gruppe der Sandleute war in letzter Zeit besonders aggressiv. Normalerweise bleiben sie in der Nähe ihrer Lager.
Ich will nicht sagen, dass Meister Eris die Schuld trägt, aber es könnte eine Untersuchung wert sein. Glaubt mir, ich wünsche mir wirklich, dass ich mich bezüglich Meister Eris irre. Es gibt eine Pharmasiedlung draußen in Malcolms Dünen. Von dort wurde über eine Menge Aktivitäten der Sandleute berichtet. Ich treffe mich da draußen mit euch. Ich kenne einige der Leute und ich kann eure Nachforschungen unterstützen. Ich bin gleich da. Gut, ich brenne darauf, der Sache auf den Grund zu gehen. Außerdem wird es mir gut tun. Ist mir egal, ob es mich umbringt. Ich will kein Invalide mehr sein. Okay. Haben wir also wieder eine Spur. Wohin müssen wir denn ungefähr? Da raus, dahin, okay. Haben wir noch keinen Schnellreisepunkt. Aber wir können ja von hier einfach weiterfahren. Was gibt's eigentlich im Kartellmarkt? Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Okay, aber auch das gleiche Zeug. Ah, Tatooine ist schon ein schöner Planet eigentlich. Also schön gestaltet, meine ich jetzt. Sand ist ein bisschen langweilig, aber so von der Aufmachung her funktioniert er schon recht gut. Das war halt damals auch für mich so die Planeten, also nach Alderaan ist, über Alderaan geht sowieso kaum was. Aber das waren für mich damals so die Planeten, wo ich halt einfach als Star Wars-Fan gehst halt auf, wenn du auf Tatooine rumfährst oder rumläufst. Das ist halt einfach so. Hat jetzt auch seine Magie verloren, wenn ich ehrlich bin. Also Tatooine kann man mittlerweile ja nicht mehr gesehen. Also es ist in jeder Serie entweder dabei, in jedem Buch kommt es vielleicht teilweise vor. Und wie gesagt, in Star Wars Republic bin ich jetzt halt auch schon 80 Mal gefühlt über Tatooine gelatscht. Also da fehlt jetzt so dieser besondere Moment, sagen wir mal so, der da mitschwingt. Aber damals war es schon geil. Die ersten zwei, drei Mal. War schon ein cooles Gefühl. Alle tot. Was ist hier passiert? Das sieht aus wie ein Massaker. Holiday, nicht hinsehen. Hör zu, Dirk. Wir haben kaputte Vaporatoren, viele Verletzte und kaum noch Lebensmittelvorräte. Dieser Verrückte sagte, er wäre ein Jedi und unser Freund. Wir haben ihm vertraut. Ihr habt hoffentlich eine gute Erklärung dafür, warum dieser Meister Eris uns immerfort Sandleute auf den Hals schickt. Was redet ihr da über Sandleute und Meister Eris? Erklärt euch. Noch ein Jedi? Verdammt, Dirk. Warum führt ihr immer mehr davon hierher? Passt auf, wir haben schon zu viel an diesen Meister, wie heißt er doch gleich, und seine Sandleute verloren. Warum geht ihr nicht einfach wieder in aller Ruhe und bereitet uns keine Schwierigkeiten mehr? Ich werde gehen, wenn ich Meister Eris finde. Warum sollten wir euch etwas sagen? Es tut mir leid, Jedi, aber derzeit ist es nicht gut um unser Vertrauen bestellt. Meister Eris wirkte auch nett, als er hier vorbeikam und meinte, er wollte die Sandleute studieren. Doch seitdem wir ihm den Weg zu ihrem Lager gezeigt haben, kann man seinen Chrono nach ihren Angriffen stellen. Wir haben nichts mehr. Die Sandleute sind eure Feinde, nicht ich. Schlagt ihr etwa vor, wir sollen rausgehen und die Sandleute angreifen? Wollt ihr, dass wir getötet werden? Dann sagt mir, wo ich Meister Eris finde, damit ich ihn aufhalten kann. Das ist eure einzige Chance. Es ist wahr, Malcolm. In Ordnung. Schön. Wir scheinen keine Wahl zu haben. Ich werde euch eine Karte zeichnen, doch ich traue euch noch immer nicht. Ich warne euch aber. Meister Eris hat etwas mit diesen Sandleuten angestellt. Sie sind stärker und schneller, als wir es je erlebt haben. Ich denke, ich weiß, wo das ist. Ich trage etwas Ausrüstung zusammen und treffe euch dort. Vielleicht kann ich Verstärkung auftreiben. Ich passe schon auf mich auf. Wie dem auch sei, ich möchte Meister Eris mit eigenen Augen sehen.
Einfach unglaublich, dass Meister Eris der Kerl ist, der den Leuten hier so viel Ärger macht. Tja. Man kann sich nie sicher sein bei seinen Freunden, sag ich immer. Ach, der ist gleich hier nebenan. Ist aber nett. Gut, macht ja auch Sinn, dass die Sandleute ein nahes Lager angreifen. So, weil die so böse zu mir waren, töte ich die jetzt nicht. Die lasse ich jetzt einfach hier stehen. Die Sandleute. Die haben mich blöd angemacht, also bringe ich sie nicht um. Also die Sandleute. Außerdem wissen wir jetzt durch Mandalorian Co., die Sandleute sind eigentlich, und das wird ja auch hier gesagt, ne, die Ureinwohner Tatooines. Also ist ja auch so. Das heißt, da ist schon eine gewisse Analogie zu den Ureinwohnern Amerikas drin und war ja schon immer drin. Also wenn man George Lucas gefragt hat damals, war es schon immer die Analogie. Aber genauso wie halt bei Amerika wurden sie halt kolonisiert und deswegen haben sie sich halt auch radikalisiert. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Verständnis für die. Ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist Schluss damit. Aber die töte ich trotzdem. Ich habe Verständnis für sie. Ich habe Verständnis für Problem, Herr Sandleute Totenschläger. Aber ich muss sie leider trotzdem töten. Denn es gibt eine Bonusquest. Und wenn es was Wichtigeres gibt als das Recht, dann ist es die Bonusquest. Ja, auch sie, Herr Drescher. Ja, leider. Ja, ich habe noch nicht genug Leute getötet. Ja, ich brauche noch 4. Also leider muss dieser Totenschläger und das Stammesmitglied auch noch sterben. Aber ich verspreche, ich höre so bald auf, so bald wie möglich. Sobald ich alle getötet habe, die ich brauche, töte ich keinen mehr von euch. Das ist versprochen. So, wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwie da hoch, oder? Ah ja, hier ist das Ziel. Okay, ja, dann muss ich leider doch noch hier mal hin. Tach. Jeder hat irgendeine Schwäche. So. Sprich mit Meister Vossan. Ruhen, Jedi. Gleich werdet ihr es sehen. Nach wochenlanger Arbeit wird die Dunkelheit endlich ein Ende nehmen. Diese Leute, diese prächtigen, prächtigen Exemplare, wurden geprüft, nein, geläutert im Schmelztiegel der Wildheit Tatooines. Sie allein sind die Hoffnung der Galaxis. Ihre Stärke, ihre Gesellschaft ist die Grundlage für unsere Rettung. Was meint ihr mit Grundlage? Sie sind einfältig, aber sie werden noch lange nach dem Untergang des Imperiums und der Republik bestehen. Hm, stimmt. Ihre Kultur ist auf Stärke begründet. Die Schwachen werden ausgemerzt, entfernt wie ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Versteht ihr nicht? Das ist der einzige Weg. Lord Vivica hat seine Krallen in euch gebohrt. Wie kann ich es euch nur begreiflich machen? Es sind die ultimativen Krieger. Ihr Leid hat sie geläutert. Wir müssen ihrem Beispiel folgen und alles vernichten, was uns im Angesicht unserer Feinde schwach machen würde. Die Schwachen, die Kranken. Ihr denkt nicht klar. Ich bin krank, Eris. Wollt ihr mich jetzt auch verstoßen? Mir bleibt keine Wahl. Wir müssen der Republik mit unseren stärksten Kriegern beistehen und die Armee des Lichts gegen die Dunkelheit führen. Ihr seid nicht ihr selbst. Das sind nicht eure Gedanken. Ihr Narren, wenn ihr mich herausfordert, ist das nur ein Zeichen eurer eigenen Schwäche. Ihr werdet verstoßen werden. Lustig, dass unter den, Sandleuten schwach steht, wenn man gegen sie kämpft. Ich dachte, er will die Schwachen aussondern. Hier, schwach.
Schon ein bisschen inkonsequent von dir, also ehrlich, habe ich mir mehr erhofft. Nein, wartet, bevor er mich tötet, hört mich an. Ich höre laut Vivikas Stimme. Ich habe ihn im Stich gelassen, genau wie ich meinen alten Freund Parkanas im Stich ließ, als er starb. Warum sollte euch Lord Vivica dazu zwingen, an euren alten Freund zu denken? Ich weiß es nicht, aber ich muss immerzu an unseren ersten Auftrag denken. Unseren unglückseligen Auftrag auf Malachor 3. Wir waren alle schwach und wurden von der dunklen Seite eingenommen. Wir haben Dinge getan, die wir bereut haben. Aber Parkanas gab uns Kraft. Als wir fliehen wollten, fiel ich zurück und er kehrte um, um mich zu retten. Doch er geriet in eine Falle und wir mussten ohne ihn weiter. Es war meine Schwäche, die ihn getötet hat. Parkanas ist jetzt eins mit der Macht. Ja, ich kenne die Lehren, aber dennoch, darum habe ich mich vollständig diesem Projekt verschrieben. Denkt darüber nach. Der Jedi-Orden verschwendet so viel Zeit damit, den Bedürftigen und Kranken zu helfen, anstatt das Imperium zu bekämpfen. Ihr müsst mich töten. Ich war schwach auf Malachor 3 und bin es noch immer. Aber ihr müsst meine Entdeckungen dem Rat zeigen. Versprecht mir das. Mal sehen, wie ihr darüber denkt, wenn euch Lord Vivica nicht länger in seiner Gewalt hat. Ich erklär's gleich. Was war das? Ja, er ist weg. Irgendwie habt ihr Lord Vivica vertrieben. Ich höre seine Stimme nicht mehr. Beinahe wünschte ich mir, dass ihr das nicht getan hättet. Eure Undankbarkeit ist nicht zu fassen. Dieser Jedi hat gerade euer Leben gerettet. Lord Vivica hat meinen Verstand verwirrt und ich bin froh, dass ich ihn los bin. Meine Entdeckung bleibt dennoch bestehen. Diese Sandleute haben mir den Schlüssel zum Aufbau einer unaufhaltbaren Armee gezeigt. Etwas in mir will, dass ich diese Entdeckungen der Republik zeige. Doch werde ich das Gefühl nicht los, dass einige Wahrheiten besser im Sand vergraben bleiben sollten. Die Republik braucht jeden Vorteil, um das Imperium zu schlagen. Ja, Wissen wie dieses darf nicht verborgen bleiben. Ich werde nach Anchorhead zurückkehren und meinen Bericht anfertigen. Hab Dank, dass ihr mir geholfen und mich aus Vivicas Umklammerung gerettet habt. Ich kann nicht sagen, dass ich das Gleiche getan hätte, Jedi, aber ich bin froh, dass Meister Eris wieder er selbst ist. Am besten kehre ich ebenfalls nach Anchorhead zurück. Die Sandfäule wütet und ehrlich gesagt vermisse ich irgendwie Darth Schwesters Gebrüll. Dann mal los mit euch. Ich weiß zwar nicht, was ihr noch vorhabt, aber ich wünsche euch viel Glück dabei, Jedi. Und hoffentlich findet ihr diesen Lord Vivica. Und zwar hat mir seine Ansprache gefallen mit dem, er hat halt quasi den Weg zur Stärke gefunden und die Möglichkeit gefunden, eine starke Armee irgendwie aufzustellen, wie er es gesagt hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, ihn zu heilen, weil er ja eigentlich gute Ideale hat, also Stärke, ne, und so. Das passt ja zu meinem Charakter. Wie gesagt, das ist ja kein guter Charakter, wenn man so will. Und dass er jetzt hier so eine Armee aufbauen will, denkt er halt auch, das könnte doch mal von Nutzen sein. Das ist natürlich, jetzt sagt er natürlich, er möchte sie gegen das Imperium einsetzen, ja. Das sind aber so Feinheiten. Erstmal muss er ja damit sowieso durchkommen bei der Republik und sowas. Also ich war jetzt nicht direkt da, dass die ganzen Bürger der des Imperiums anvisiert, gegen die ich ja eigentlich nichts habe, weil ich ja eigentlich noch dem Imperium angehöre, nur den Imperator halt scheiße finde. Aber im Endeffekt ist es halt notwendig, das Imperium zu bekämpfen, um den Imperator zu bekämpfen. Also es hängt halt aktuell noch zusammen. Also man muss erstmal gegen das Imperium kämpfen und damit den Imperator rauslocken, ihn schwächen und ihn dann vernichten, bevor man das Imperium reformieren kann, von innen heraus.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal genug Macht aufbauen, um dagegen vorzugehen und nicht immer nur hier rumhängen und irgendwelchen Kranken und Bedürftigen helfen und am Ende quasi nicht gegen den vorgehen, der an all dem schuld ist, nämlich dem Imperator, so aus unserer Sicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn einerseits zu heilen, aber ihn andererseits auch anzutreiben. Ich hatte nämlich gehofft, dass die Möglichkeit gibt, dass wir das am Ende noch tun können. Deswegen habe ich ihn geheilt. Ihn anzutreiben, seinen Idealen zu folgen, die er vertritt. Und das dem Jedi-Rat oder der Republik zu unterbreiten. Und lieber der Republik, weil die ist eher auf Krieg eingestellt als der Republik, als dem Jedi-Rat. Und aktuell ist ja die Republik eigentlich noch im Kalten Krieg mit dem Imperium. Also es ist ja noch nicht wieder offiziell Krieg, es gilt ja noch der Vertrag von Coruscant, das dürfen wir immer nicht vergessen. Das heißt, aktuell gibt es ja gar keine offenen Kampfhandlungen. Und deswegen ist sein Vorstoß vielleicht auch ganz praktisch, um den Krieg wieder zu entfachen, weil am Ende, wie gesagt, muss der Krieg ja laufen, damit wir den Imperator überhaupt erschwächen können. Weil der Vertrag von Coruscant ist ja auch für ihn, also für meinen Charakter hier, eine absolute Sauerei, weil er quasi wieder der Imperator gewonnen hat. Weil das war der Plan des Imperators, der seine Schwester auf dem Gewissen hat. Und am Ende hat er damit Erfolg und die Republik in die Knie gezwungen. Er ist ja der Republik beigetreten in der Hoffnung, dass er gegen das Imperium vorgehen kann. Und das heißt, es muss erstmal wieder zum offenen Kampf sozusagen kommen. Also er treibt da schon auch ein bisschen hin Richtung offenen Krieg. Und das finde ich halt so spannend an dieser Figur. Die ist halt wirklich ambivalent. Sie ist sehr auf sich selbst bedacht, auf ihren eigenen Vorteil. Gleichzeitig aber auch versucht sie, das Richtige zu tun. Das ist echt spannend. Also mir macht es wirklich jede Woche Spaß. So, und jetzt machen wir unser Abschlussgespräch. Und dann war es das für diese Woche. Ist halt so, letzte Woche gab es über eine Stunde, weil halt sehr viel Story. Diese Woche gab es halt nur 40 Minuten. Aber nur in Anführungsstrichen, ne, ist ja auch. Es pendelt sich immer schön ein. Nächste Woche wird es zum Beispiel wieder ein bisschen länger, weil wir haben nächste Woche Alderaan und das Finale des ersten Akts, weil es ist nicht ein eigenes Video wert. So, dann wollen wir mal abgehen. Meister Aerys hat dem Rat Bericht erstattet. Gute Arbeit. Er spricht von Entdeckungen auf Tatooine. Wir wollen seinen vollständigen Bericht hören, wenn er nach Coruscant zurückkehrt. Habt ihr etwas über diesen Seuchenmeister Lord Vivica herausgefunden? Meister Aerys schien zu glauben, dass es Vivica war, der ihn Malachor III und seinen Freund Parkanas nicht vergessen ließ. Es zeichnet sich deutlich eine Verbindung zwischen den Ereignissen auf Malachor III und unseren aktuellen Umständen ab. Der Rat wird seine eigenen Nachforschungen in dieser Angelegenheit fortsetzen. Eilt in der Zwischenzeit nach Alderaan. Solange Lord Vivica auch nur einen Meister kontrolliert, wird seine Macht wachsen. Ich werde das Vertrauen nicht enttäuschen. Gut, sputet euch. Jeder vergeudete Moment stärkt Lord Vivica. Seine Dankbarkeit kann man auch ein bisschen besser ausdrücken, aber gut, ich lasse es mal durchgehen. So, dann würde ich doch tatsächlich sagen, das war's für diese Woche. Hat mir echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe gerade alles schon erklärt, was ich jetzt so im Gedanken hatte. Bin wieder sehr froh, wie es abgelaufen ist. Bin gespannt, wie es bei Alderaan abläuft. Wie gesagt, jetzt kenne ich die Story nicht. Also es war jetzt wirklich hier auch ein bisschen Glück mit dabei, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, ihn nochmal richtig hinzupushen. Ich fand bloß halt die dunkle Seite-Entscheidung mit Nein, werde ich nicht und wir töten ihn, fand ich halt blöd, weil eigentlich wollte ich ja, dass er seine Entdeckungen und dieser Stärkeanspruch weitergetragen wird an die Republik. Deswegen habe ich halt gehofft, wenn ich die helle Seite nehme, macht er das selbst. Und das war auch tatsächlich so. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Schreibt mir wieder gerne in die Kommentare, was ihr zu den Entscheidungen haltet oder was ihr von den Entscheidungen haltet, ob ihr sie nachvollziehbar findet. Und ich bin echt gespannt, wie wir diese Figur hier weiter formen werden. Bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihr. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wünsche euch eine schöne Woche. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.